Ja, hallo und guten Morgen. Hier ist wieder der Frank von fotologbuch.de mit einem kurzen Quick-Tipp zu Adobe Lightroom. Ich hatte wieder eine Reaktion auf mein letztes Video. Da fragte der Markus, ja, Thema Import, dass er bei sich immer, egal was er einstellt, immer alle Dateien angezeigt bekommt beim Import und nicht nur sozusagen die neu dazugekommenen. Wo ich habe jetzt hier gerade mal ein paar Bilder irgendwie kreuz und quer fotografiert, weil ich auch ein neues Objektiv habe. Völlig egal, habe aber auf jeden Fall jetzt, nachdem ich diese Bilder hier schon mal importiert habe, einfach hier mal sozusagen noch was nachfotografiert. Und ja, man sieht hier unten wieder zwei Bilder sind dazugekommen, diese beiden Sterne. So komischerweise sind die aber trotzdem, egal was ich hier mache, immer alle da. Mist. Wobei man ja eigentlich denkt, okay, wenn man jetzt neue Fotos macht, dass dann nur die neuen Fotos gemeint sind. Nee, ist es eben nicht. Markus, ihr müsst folgende Sache beachten. Ihr habt hier drüben im rechten Bereich, noch im Bereich Dateifalter Verwaltung, einen Schalter und den merkt er sich auch sozusagen vom letzten Import. Und dann ist hier der kleine Haken, mögliche Duplikate nicht importieren, nicht gesetzt wahrscheinlich bei dir. Also einfach mal den Schalter reinmachen und schwupp, schon, wie gesagt, zeigt er zwar hier alle Bilder auch an, bei alle Fotos, aber ihr seht, der Haken ist nur gesetzt bei den letzten hinzugekommenen. Beziehungsweise, wenn ich die Ansicht auf neue Fotos umstelle, werden die bisher auch schon vorhandenen Fotos einfach nicht mehr angezeigt. Okay, ich hoffe, das hilft dir, Markus, und vielleicht auch vielen anderen, die bei diesem Import ja, Fragen immer mal wieder mit dem Kopf geschüttelt haben. Was macht Lightroom hier? Ich danke euch wieder für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, besser gesagt. Bis zum nächsten Mal, euer Frank von fotologbuch.de.